In Berlin ist die Polizei mit einer Razzia gegen die islamistische Szene vorgegangen. Es gab eine Durchsuchung in der salafistischen As-Sahaba-Moschee im Stadtteil Wedding und anderen Objekten, so die Generalstaatsanwaltschaft. Der Imam der Moschee soll Islamisten in Syrien Geld für den Erwerb von Ausrüstung zur Begehung terroristischer Straftaten zur Verfügung gestellt haben. Der 45-Jährige sei öffentlich unter dem Namen Abul Bara bekannt. Sein wahrer Name sei Ahmad A. Im Einsatz waren insgesamt etwa 100 Beamte vom Staat. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira thumma ba'd. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. In der Geschichte war die Sache immer so. Wenn du die Wahrheit vertrittst, dann wirst du immer Feinde haben. Und diese Feinde können von deiner Familie sein, können von deinen Verwandten sein, können von deinen Freunden sein, die können verschieden sein. Aber hauptsächlich, du musst das verstehen und begreifen. Jeder, der mit der Wahrheit gekommen ist, hat Probleme gehabt und Prüfungen gehabt. Schaut mal, der Prophet, als er gekommen ist, und er hat den Leuten gesagt, Leute, ich rufe euch zum Islam auf, zu La ilaha illallah. Sein Onkel war gegen ihn und bei den Arabern war das Schande. Dass Abu Lahab ihm gesagt hat, tabban lak. Ibrahim a.s., sein Vater sagt ihm, La arjumannaka wahjurni waliya. Das bedeutet, ich werde dich steinigen und verlass mich, geh weg von hier. Nuh a.s., seine Frau, hat ihn verraten in der Religion und sein Sohn hat die Religion nicht angenommen. Und das war bei den Propheten so, das war bei Sahabe später so, bei Gelehrten später so. Und das wird immer so bleiben, barakallahu fikum, sakum lachem. Und hier möchte ich euch erzählen, barakallahu fikum, sakum lachem, öffentlich, damit die Muslime endlich begreifen, was los ist. Der Verfassungsschutz schreibt, dieser Islam, der auf Koran und authentischen Sunna basiert, ist gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung. Das bedeutet, dieser Islam, was auf Koran und Sunna basiert, ist gegen sie und sie müssen das bekämpfen. Was ist die Grundlage für uns Muslime? Was ist? Koran und? Dankeschön. Das bedeutet, dieser Islam ist hier nicht willkommen. Das wird, was von Islam dann wollen sie? Die wollen so ein Islam von Nejla Kelek oder von Cem Özdemir, ist mir übel, oder von Hamad Abdussamad. Und komischerweise, dieser Hamad Abdussamad sagt, ich habe mich vom Himmel verabschiedet. Und ich habe ihn selber gefragt, glaubst du an Propheten Mohammed? Der sagt, gab es Mohammed? Wenn dieser nicht Kafir ist, barakallahu fikum, dann der Shaitan ist der beste Mumin. Möge Allah uns bewahren. Und diese Leute, Hamad, Jimmy, Nechle, Seran, und diese, barakallahu fikum, die sind alle keine Muslime. Und diese Leute, die wollen nur auf die Rücken der Muslime bekannt werden, berühmt werden. Deshalb, diese Leute hetzen von einer Seite gegen die Muslime. Von der anderen Seite gibt es Leute von Muslimen, die denken, wenn sie schmeicheln und wenn sie schleimen und wenn sie solche Wörter sagen, dann werden sie geliebt von den Kuffar und von Sicherheitsbehörden. Und deshalb schießen sie gegen ihre Brüder. Dann gibt es Leute, die Angsthasen sind. Hase, die Angstkreaturen sind. Und diese Leute, weil sie Angst haben, deshalb wollen sie die Wahrheit nicht sagen. Und es gibt wenige Leute, die die Wahrheit sagen. Und diese Leute werden niemals in Ruhe gelassen. Und barakallahu fikum, passt auf, es gibt Leute, die denken, dass sie die Wahrheit sagen. Zum Beispiel diese Takfiri-Gruppen und diese Leute, die keine Ahnung vom Islam haben. Und die meisten V-Leute sind und die meisten Doppelagenten sind. Und die sagen bestimmte Wörter, die verbreiten bestimmte Sachen, dass die
Sicherheit, Behörden und Verfassungsschutz und sowas etwas gegen die Muslime haben. Die sind mit ihnen eigentlich, die sind ihre verlängerte Arm. Aber die sagen dir das nicht. Und deshalb bekommen viele Leute keine Aktenansichten in vielen Themen, weil bestimmte Namen stehen und bestimmte Techniken stehen. Wenn die Leute davon erfahren, dann wissen sie, wie schmutzig diese Kampagne gegen den Islam ist. Deshalb, barakallahu fikum, ich meine, dass man Angst hat. Wovor hast du Angst? Hast du Tauhid gelernt? Hast du Tauhid gelernt? Hast du Tauhid verstanden? Tauhid bedeutet, La ilaha illallah. Das heißt, du wirst geprüft. Und diese Prüfung heißt, dass du nicht in Ruhe gelassen wirst. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann wirst du Probleme bekommen. Und natürlich, barakallahu fikum, dann ist die Lage so, liebe Brüder, barakallahu fikum, Schwestern, aufpassen. Der Plan ist so einfach. Und viele Leute sehen das nicht, die Armen. Es kommt jemand und der nennt sich Experte. Experte. Diese Person hat mit dem Islam nichts zu tun und der hat gar keine Ahnung vom Islam. Frage ihn ein paar Wörter über Islam, ein paar Alphabeten vom Islam, hat keine Ahnung. Aber Experte. Warum Experte? Weil die Presse ihn so genannt hat. Wie dieser Experte von Spiegel, der Geschichten erfunden hat. Und am Ende war das alles fake und gelogen. Auf jeden Fall, das sind nicht nur ein Beispiel. Ich meine, das haben sie zugegeben. Aber sie sollen zugeben, dass 99% wie diese Person sind. Aber Allah alam, diese Person hat Probleme mit einem anderen Chefredakteur oder sowas. Und deshalb hat der Chefredakteur ihn rausgeschmissen und dann kam das. Aber das kommt nicht so einfach. Gegen den Islam kannst du alles sagen. Schaut mal, Verfassungsschutz glaubt keiner in Deutschland. Außer in einer Sache, wenn sie gegen die Muslime hetzen, dann glauben alle. Auf einmal sind die Verfassungsschutz... Ja, Verfassungsschutz beobachtet sie. Okay, bitteschön. Herzlich willkommen, Sie sollen beobachten. Und dann wann? Was wird passieren, Jani? Was werden Sie uns tun? La ilaha illallah tragen wir in unserem Herzen. Und wir werden diese Stirne nur vor Allah am Boden tun und nicht vor den Leuten. Das ist unser Iman. Deshalb, du wirst Problem bekommen, Klarheit. Der Plan ist, einer kommt, der heißt Experte. Allahu alam, wer diese Person ist. Es kann sein, auch diese Person... Es kann sein, dass diese Person vom Islam gar nicht hat. Nur ein bisschen, wie dieser, wie sagt er, dieser Zalam al-Batil, Torheit der Unwissenheit. Der nennt sich Shams al-Haq. So eine Kreatur kann ein Buch schreiben. Ich meine, lachen Sie uns aus? Aber der kommt undercover. Undercover. Wisst ihr undercover, was bei ihm undercover ist? Gib mal bitte die Mütze, gib mal. Deine Mütze, ja, gib. Ja, ja, schön. Die Mütze war so. Und jetzt undercover. Das war undercover. Möge Allah so machen. Ja, und sagte, ja, Hinterzimmer. Im Hinterzimmer reden sie. Und dann schreibt die Presse, machen Sie ein Fernsehprogramm, reden die Politiker, verlangen die etwas gegen die gefährlichsten Salafisten, dann kommt Razzia. Terrorismus, kriminelle Vereinigung, ich weiß nicht was und das und das, nach ein paar Monaten eingestellt. Keiner von der Presse redet drüber. Der Ruf ist geschädigt, die Muslime sind gefährlich. Schaut mal die Salafisten. Deshalb wacht auf. Wacht auf. Aber wir Muslime sollen vorsichtig sein. Wir sollen ihnen die Möglichkeit nicht geben, uns zu provozieren. Und wir sollen beachten, was wir hier sagen. Heute übrigens gab es bei uns ein weil dieser Shams al-Batil, der hat auch von uns gesprochen und die Zeitungen haben auch über uns. Heute haben so ein Verein, eine Initiative bei uns, ein Demo gemacht gegen uns. Schaut mal, die sagen, wir wären Extremisten und wir rufen zur Gewalt. Wisst ihr, was sie von Sachen getragen haben heute bei uns? Kick them out. Mit so einem Hammer, mit Flagge von Israel. Die sollen uns mit diesen Hammern wegkicken.
die sind friedliche Demonstranten. Wir haben nichts gemacht. Ich habe den Brüdern gesagt, bei mir in der Moschee, gar nicht tun, mit ihnen nicht reden, nichts machen. Wallah, alhamdulillah, mashallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Brüder und Schwestern segnen. Das war heute ein Erfolg für uns. Das, was sie wollten, als sie mich gesehen haben auf der Straße, ich bin in die Moschee gekommen und die haben das getragen und die tanzen damit und so. Ich bin reingegangen einfach. Lass sie. Hunde, die bellen, beißen nicht. La yadurru sahab, die ba'ul kilab. Aber wir, leider. Wir lassen uns provozieren. Lass uns nicht provozieren, locker sein. Okay, kamen sie rats, ja, die sollen 10 kommen. Und dann, was werden sie erreichen am Ende? Aber dass wir amerikanische Verhältnisse haben, das habe ich nicht gewusst. Wisst ihr, was amerikanische Verhältnisse sind? Ha? Dass Barakallahu fikum, das FBI kommt und die tun dir etwas daneben bei dir zu Hause oder im Auto oder sowas und dann sagen dir, schau mal, wir haben diesen Beweis, diesen Beweis, diesen Beweis. Entweder mitmachen und zugeben oder wird mit dir passieren. Wie dieser Saudi-Student, der Arme, der Dawa gemacht hat, die haben ihm 30 Jahre, Hamedan, 30 Jahre gegeben. Ja, so ist die Sache. Kenny, diese. Die Menschen denken nicht mehr. Die haben in ihre Gehirne ausgeschaltet. Die meisten von ihnen. Schaut mal nur eine Sache, schaut mal. In Richtung Syrien. Wer unterstützt Al-Assad? Auch deutsche Geheimdienste, die unterstützen ihn und die arbeiten mit ihm. Iran, Russland, China, Korea, alle. Emirat, die anderen haben ihre Botschaften, alles. Jetzt Omar al-Bashir war bei ihm. Von Sudan. Und dieser Omar al-Bashir, der meint, der wäre Ikhwan Muslimin. Und der redet immer Islam und Allah. Und geht. Deshalb bitte aufwachen, aufwachen. Lasst euch nicht provozieren. Bleibt cool, relax. Und das, was wir jetzt erleben, ist leicht. Das kommt später. Entweder dein Kopf geht ab oder du sagst, ich bin kein Muslim. Weil die wollen etwas, das heißt deutschen Islam. Was ist deutschen Islam? Warum verlangen sie nicht deutsches Judentum? Warum sagen sie nicht deutsches Christentum? Warum deutschen Islam? Aber wer macht mit? Ha? Al-Mutaraddiya wal-Natiha. Was wir haben, die nennen sich Verbände. Der Muslim. Al-Mutaraddiya ist Barakallahu fikum das Tier, was gefallen ist. Und Natiha, wenn ein Tier das andere Tier stoßt mit Kopf und tötet ihn. Das bedeutet, wenn man im Arabisch sagt Al-Mutaraddiya und Natiha, das bedeutet mit anderen Wörtern auf Deutsch Schrott. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen. Deshalb lasst euch nicht einschüchtern. Das ist Schikane. Nur Schikane, einschüchtern. Ein Zeuge. Du gehst zu einem Zeuge, du schlagst ihm die Türe kaputt. Ein Zeuge, du kannst ihn einladen. Nein, vielleicht finden wir bei ihm was. Und wenn wir bei ihm finden was, dann ist er nicht mehr Zeuge, dann ist er verdächtig. Das ist das System. Aber können Sie das machen mit anderen? Nein. Das wird nur mit Muslimen gemacht. Weil wir keine Labawakilen. Wir haben niemanden, der vor uns weint und der sich um uns kümmert. Aber die anderen haben das. Deshalb, lasst euch nicht einschüchtern und keine Angst. Macht eure Arbeit weiter. Fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Aber beachtet, was ihr sagt. Und ihr müsst wissen, diese Leute, wenn du sagst, ich bin gegen Terror, dann sagt, aha, das ist eine Strategie. Wenn du sagst, wir sind gegen Gewalt, der sagt, aha, bestimmt meint er was anderes. Wenn du sagst, ich bin für Frieden, dann, aha, was meint er mit Frieden? Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Und was hier passiert, schaut mal, die Presse hat viel gesprochen und so weiter, aber ich sage euch nur ein Sprichwort beiseite. Nicht schneller vergisst man als Zeitung von gestern. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك